Das Sturmtief Eberhard sorgte dafür, dass die Feuerwehr Kassel rund 280 Einsätze in der Stadt und im Landkreis abarbeiten musste. In Frankenberg drohte sich das Dach der Edertalschule zu lösen. Dabei war etwa die halbe Dachhälfte betroffen. Schweißbahnen hingen vom Dach und Styropor flog durch die Luft. Auch ein Teil der Dachverkleidung löste sich von dem mehrstöckigen Gebäude und krachte auf den Schulhof. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankenberg konnten das Dach aus Gründen des Eigenschutzes nicht sichern und sperrten den gesamten Bereich weiträumig ab. Eine Familie aus Schwalmstadt kam zwischen Gemünden und Moischeid in eine sehr brenzliche Situation. Auf dem Rückweg aus dem Sauerland standen sie plötzlich vor einem umgestürzten Baum. Beim Versuch, den Wald wieder Richtung Gemünden zu verlassen, standen sie vor dem nächsten umgestürzten Baum. Haben die Feuerwehr halt angerufen und wir haben gefragt, ob was wir machen sollen. Und da hier nebenan eine freie Wiese ist, haben wir uns da in Sicherheit gestellt, sodass, wenn da auch Bäume umfallen würden, wir nicht getroffen werden können. Erstmal, bevor wir losgefahren sind, ganz beruhigt und haben gesagt, ach, das wird schon. Aber irgendwie da, wo wir eingeschlossen waren und raus aus den Autos sollten, habe ich dann schon ein bisschen Angst bekommen, weil... keine Ahnung, man fühlt sich schon ein bisschen verloren dann so. Und wenn jetzt die Feuerwehr da ist, fühlt man sich schon ein bisschen sicherer. Aber erstmal war das schon ein bisschen komisch. Auch in Kassel sah es nicht besser aus. Eine besonders brenzlige Situation gab es in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier drohte ein Baum auf die Oberleitung der KVG zu stürzen. Um den ganzen Einsatz abarbeiten zu können, musste die Feuerwehr sämtliche Register ziehen. Das war relativ komplex. Wie gesagt, die Oberleitung stand unter Spannung, der Verkehr floss noch. Das war die oberste Priorität, erstmal den kompletten Verkehr aus dem gefährdeten Bereich zu bekommen, den Strom abzuschalten und um dann die Einsatzmaßnahmen zu planen. Haben wir dann nochmal einen Unternehmer informiert, der hat uns dann noch mit dem Kranwagen unterstützen können. Und letztlich konnten wir dann mittels des Kranwagens den Baum abschneiden und dann hier in der Seitenstraße ablegen. Überall im Stadt- und Landgebiet kam es immer wieder zu Einsätzen mit umgestürzten Bäumen. Straßen mussten teilweise gesperrt werden, weil die Gefahr zu groß war, dass Menschen durch herabfallende Äste verletzt werden könnten. Auf dem hohen Gras behinderte plötzlich einsetzender Schneefall den Verkehr noch zusätzlich. Auch der Bahnverkehr war vom Unwetter betroffen. Hunderte Reisende mussten sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Prognose für die kommenden Tage: neben starkem Wind werden auch Regen, Schnee und Gewitter erwartet.